Geheimdienste sind Behörden, deren Aufgabe es ist, den eigenen Staat vor Spionage und Angriffen von außen zu schützen. Geschieht in diesen Behörden genau das Gegenteil, sprich, dass sie dritten Staaten dabei helfen, das eigene Land zu überwachen, nennt man das Hochverrat. Wie verbreitet ist Hochverrat im richtigen Leben? Kommt er häufiger vor als gedacht und muss man das, was sich der BND als Steigbügelhalter der NSA seit Jahren leistet, als klassischen Hochverrat bezeichnen? Fragen, auf die Antworten keinen echten Spaß machen. Am Telefon haben wir jetzt Dirk Pohlmann. Herr Pohlmann, ich grüße Sie. Guten Tag. Herr Pohlmann, die Leitung ist stabil, obwohl wir mit Ihnen telefonieren. Sie sind gerade in einem Hotel in Russland. Was machen Sie da? Ich bin eingeladen als Gast auf einem Filmfestival, das heißt Ruf des Meeres. Ja. Filme über, ja, im weitesten Sinne irgendwie das Meer. In dem Zusammenhang mit meinem Film, der auch demnächst an Arte gezeigt wird, am 5. Mai um 23 Uhr, sehr spät, gut versteckt im Programm, über eine Operation im Kalten Krieg, das Täuschungskomitee von Reagan, die eine ganze Reihe von Leuten getäuscht haben, darunter auch die eigene Bevölkerung und die schwedische. Mhm. Der Film heißt Täuschung, die Methode Reagan. Wir haben Sie zum Interview vor ein paar Tagen bei KenFM gehabt. Wir werden im Vorfeld dieses 2-Stunden-Interview sehr spannend auch senden. Aber vielleicht, weil Sie es schon angedeutet haben, für alle, die Sie nicht kennen, Sie sind ja Autor von diversen Filmen, die meistens per Arte oder dem ZDF früher oder dann immer später laufen, weil die hochpolitische Inhalte haben, brisante Inhalte. Ich erinnere mich an einen Film Israel und die Bombe oder dienstbereit Nazis und Faschisten im Auftrag der CIA. Den Film gerade eben haben Sie angesprochen, am 5.5., also am 5. Mai wird er kommen, um 23 Uhr, Täuschung, die Methode Reagan. Da geht es im weitesten Sinne ja um Olaf Palme. Können Sie ganz kurz mal erklären, auch wenn das schwierig ist für einen Autor, um was geht es im Film? Ganz knapp geht es darum, wie Reagan den Kalten Krieg gewonnen hat. Er hat sich entschlossen, die Sowjetunion durch Rüstung totzurüsten, ihr die Einnahmen wegzunehmen, indem der Ölpreis gesenkt wurde durch Manipulation, gemeinsam mit den Saudis. Und er hat dafür gesorgt, dass der Druck auf die Sowjets von allen Seiten größer wurde und hat die Kräfte, die das verhindern wollten, die also in Richtung einer Entspannungspolitik gingen, ja, dann beseitigt letztlich. Und das ist ein Beispiel mit dem Eindringen, also den Hunderten von U-Boot-Sichtungen in Schweden, die angeblich sowjetisch waren, wie wir heute wissen, in Wirklichkeit eine amerikanische Operation, eine NATO-Operation, aber unter Führung der Amerikaner und Briten. Und eine Diskreditierung, wobei die Medien als nützliche Idioten genutzt wurden. Sie wussten nicht, was sie tun, aber sie sind dazu gebracht worden, die Stimmung in einem ganzen, einer ganzen Bevölkerung umzudrehen. Also einen dramatischen Stimmungswechsel weg, sodass Palme keine Möglichkeit mehr hatte, seine Entspannungspolitik, die ursprünglich sehr erfolgreich begann und mit Gorbatschow hätte zu Ende geführt werden können, also zu einem großen Erfolg hätte werden können, beseitigt worden. Für alle, die jetzt noch jünger sind, für die Olaf Palme ein Name ist, das sagt Ihnen jetzt gar nichts. Können Sie mal ganz kurz erklären, das war zur Hochzeit des Kalten Krieges. Schweden war neutral, stand zwischen der damaligen UdSSR und der USA. Und Olaf Palme, vielleicht kurz mal erklären, wer war das? Welchen dritten Weg wollte der gehen? Genau, dritter Weg ist der richtige Weg. Olaf Palme war der charismatische Anführer der Blockfreien, das heißt der Staaten, die nicht weder der NATO noch dem Warschauer Pakt angehörten, hatte ein ungeheures Standing weltweit und zwar deswegen, weil er immer querschoss. Er hat sich sehr für Befreiungsbewegungen eingesetzt. Im Wesentlichen kann man das so erklären, dass Palme meinte, er müsste den Staaten der jungen dritten Welt eine Möglichkeit offerieren, die nicht Sowjetunion und nicht USA heißt, sondern Eigenständigkeit und wollte so etwas wie einen internationalen Rechtsstaat, ein Ende der Blöcke, eine Art Neutralitätspolitik für alle Staaten, also sozusagen so ein Weltparlament. Das ist die Vision, die er hatte. Und wie einige andere Schweden, die Schweden haben große Politiker hervorgebracht, die in diese Richtung, also eine Zivilisierung der Politik, weg vom Macht hin zum Recht, die Linie von Immanuel Kant letztlich. Und es sind auch von denen sind eben neben Dag Hammarskjöld, ehemaliger UN-Generalsekretär, der ermordet wurde, auch Olaf Palme, der ermordet wurde, Anna Lindh, die Außenministerin, die auch ermordet wurde. Also es gibt eine lange Blutspur unter diesen vernünftigen schwedischen Politikern. Also darum geht es in Ihrem Film Täuschung, die Methode Reagan. Lassen Sie uns konkret über Täuschung reden, dass Ronald Reagan als eiskalter Krieger Probleme mit der damaligen UdSSR hatte. Das ist vielleicht noch nachvollziehbar, weil da saßen ja auch kalte Krieger. Aber natürlich, der Olaf Palme wollte eben einen dritten Weg gehen. Er wollte mit beiden Seiten reden. Also das, was Egon Bahr und Brandt auch getan hat. Er war ein Freund des ANC. Also er hat eben, Sie haben es gerade angedeutet, auch die Befreiungsbewegung unterstützt. Damit ist er ja den Amerikanern auf die Füße getreten und die haben dann U-Boote, wenn ich mich richtig erinnere, immer vor dieses Land geschickt und gesagt, das sind die Sowjets, die euch ausspionieren wollen. Sie haben gerade angedeutet, Reagan hat dann dafür gesorgt, dass die Russen hochgerüstet wurden oder dass sie sich hochrüsten müssten, totrüsten sollten und die haben dann den Ölpreis manipuliert. Das ist doch im Grunde das, was wir jetzt gerade auch in der Ukraine erleben. Ist doch dasselbe.
Naja, deswegen ist vielleicht der Film auch so problematisch, ja, weil in dem Film Leute, die das gemacht haben, erzählen, wie sie es gemacht haben. Und dann kommt man halt darauf, dass auch so etwas wie der Ölpreis natürlich beeinflussbar ist. Und das hängt davon ab, mit wem man zusammenarbeitet. Diese Verbindung USA-Saudi-Arabien, die damals dazu geführt hat, dass man, das ist der Grund, warum diese Verbindung so stark ist, diese Allianz. Das ist ein strategischer Verbündeter gewesen im Kampf gegen die Sowjetunion. Und das vergessen die Amerikaner den Saudis nicht. Wir haben es noch nie gehört. Mhm. Ja. Jetzt die Frage, was hat Ihr Film mit der Anmoderation zu tun? Eine Menge. Es geht ja um Hochverrat. Was der BND mit der NSA macht, darauf kommen wir gleich. Aber das haben wir in Schweden ja auch erlebt. Nämlich das schwedische Militär hat eher mit der NATO-Führung in Washington gegen die Regierung gearbeitet. Ist das so richtig? Ja, das ist so richtig. Ich habe in dem Film sogar ein Interview drin mit dem Vizechef der SÄPO. Also das ist die Sicherheitspolizei, also der Geheimdienst. Die Kurzstruktur ist etwas anders als in anderen Ländern in Schweden. Aber er war also der Vizechef des schwedischen Geheimdienstes, sage ich mal. Das ist eine korrekte Bezeichnung. Und er sagt im Interview, dass ihm bereits in den 70er Jahren von der CIA, also das heißt vom Chef der Gegenspionage der CIA, James Jesus Angleton, für Leute, die sich auskennen, eine berühmte Figur, und Peter McKay von MI6, ihm gesagt wurde, Palme sei ein Einflussagent der Sowjets. Und damit wurde der schwedische Geheimdienst in Opposition zu seinem Ministerpräsident gebracht. Das hat gut funktioniert, weil diese Gerüchte rumliefen dazu. James Jesus Engel hat übrigens auch erzählt, dass Brandt ein KGB-Spion ist. Und er hat auch erzählt, dass Harold Wilson, damals Labour-Politiker in England, KGB-Spion sei. Aber damit bringt man eben die Geheimdienste, die das gerne glauben, weil sie eher rechtsgestrickt sind. Also der Anzahl an Linksradikalen im BND dürfte minimal sein, der Anzahl an Grünen auch. Das sind alles eher immer konservative Apparate, auch in der Sowjetunion ist da ein Apparat konservativ in Richtung Kommunismus dann, Hardliner. Und diese haben, das ist das Wichtige, um zu verstehen, man kann dann halt einen Apparat, auf den man im Fall Schweden zugreifen konnte, der nicht an die Regierung berichtet hat. Das heißt, das Militär, also Teile des Militärs, nicht das ganze Militär, wesentliche Teile des Militärs, insbesondere zwei oder drei Admiräle oder vielleicht vier, haben direkt mit den Amerikanern und den Briten kollaboriert, weil sie der Auffassung waren, dass das, was Palme an politischen Vorstellungen hatten, Verrat ist gegen Schweden. Und dann hat diese Gruppe hat sozusagen entschieden, wie die Außenpolitik gemacht werden muss, weil sie dachten, sie wissen besser als die Regierung und sie sind im nationalen Interesse unterwegs. Und wenn man dann natürlich noch erzählt bekommt, der Premierminister ist in Wirklichkeit ein Agent eines fremden Staates, auch wenn das nach James Bond klingt, es ist so. Er sagt es selber in dem Interview, dass er das erzählt bekommen hat. Und dann sagt er dem Interview, das habe ich nicht im Film, sagt er auch noch, wir hatten noch einen wichtigen Verräter bei uns, Bendler hieß der, weil der hat Palme davon erzählt, dass gesagt wird, er sei ein Agent. Das heißt, der Mann ist auch nicht mehr informiert worden. Das heißt, es entsteht ein eigener Staat im Staat, auf den die Amerikaner in dem Fall zugreifen konnten und die Briten, also Reagan, Thatcher, und der gegen die Interessen des sozialdemokratischen Schweden regiert hat, obwohl, wenn sie in die Universität gehen, egal ob in Schweden oder hier, ihnen erklärt wird, dass natürlich der Geheimdienst der Exekutive gehört und kontrolliert wird. Ja. Aber wer kontrolliert ihn denn bitte? Da sind wir natürlich dann ganz schnell in Deutschland und einer grundsätzlichen Frage, die, glaube ich, sehr schwer zu beantworten ist. Ein Staat braucht ja eine Struktur, damit er funktionieren kann. Und wenn wir uns in einem demokratischen Staat befinden, dann gibt es wohl dann einen Bereich, wo beides kollidiert. Ist das nicht so, dass wenn die Demokratie etwas macht, was die Struktur gefährdet, dass die Struktur dann die Demokratie kontrollieren soll? Also geht eigentlich beides zusammen, Geheimdienst und Demokratie in der maximalen Ausrichtung. Geht das? Es ist ein ständiges Spannungsfeld. Also es gibt natürlich, jetzt würde standardmäßig, wenn Sie jetzt an die Uni gehen und fragen, die wenigen Leute, die sich in Deutschland damit beschäftigen, dann werden Sie sagen, es gibt dann das parlamentarische Kontrollgremium. Aber mir ist das in meiner Arbeit immer wieder begegnet. Also ich sehe zum Beispiel, ich habe Unterlagen, da redet Otto Skorzeny, also ein SS-Mann, der weltweit die Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg als Figur anführt, gleichzeitig sie für den CIA arbeitet, das wussten die Faschos nicht, was sie sich da eingehandelt hatten. Und der redet dann, gibt einen Bericht an den BND, das sind BND-Unterlagen, und da redet er über Kennedy. Und dann sagen zwei hohe amerikanische Luftwaffenoffiziere, so heißt das da drin, also das ging ja bis in den Joint Chiefs of Staff rein, diese Position, ja, dass Kennedy zu weich ist mit den Kommunisten, dass er nicht die nötige Härte besitzt, um dagegen vorzugehen. Und außerdem lässt er sich, das ist Zitat, von den Negern bezahlen. Seine Wahl wird von den Negern in den USA, so steht das drin, das sind jetzt nicht meine Worte,
sozusagen finanziert, und er unterstützt diese ganzen afrikanischen Staaten zu dem Zweck, ersetzt quasi, also ich sage jetzt mal in Parenthese, auf diese Untermenschen. Daran seht ihr, was da ist. Er ist zu weich mit den Kommunisten, er hilft diesen merkwürdigen Staaten. Das ist jemand, da muss man eigentlich mal was machen. Mhm. Ja, und dieser, das können Sie auch, brauchen Sie nur JFK 13 Days gucken, ja. Dann sehen Sie, dass Ray, zum Beispiel Kennedy das Problem hatte, dass er eben als Softie gesehen wurde. Und es gibt auch Zitate, wo die Geheimdienstleute und auch die Militärs dann sagten, die Entscheidung über Leben und Tod, also Krieg und Frieden, die muss man Leuten überlassen, die dafür ausgebildet sind, die sie ihr ganzes Leben damit verbracht haben, sie zu fällen. Und nicht diesen Politikern, die alle 4 Jahre neu gewählt werden, hingeweht, weggeweht, und die auch meistens gar nicht richtig verstehen, wie das hier aussieht, weil wir sind ja 20 Jahre, wir kennen den Feind, und wenn wir jetzt die falsche Regierung haben, wie eine Regierung Brandt in Deutschland, ja. Da war genau das Gleiche. Wenn wir eine Regierung Brandt haben und die macht da jetzt Außenpolitik, dann müssen wir uns dagegen wehren. Wir machen in dem Fall in der CDU einen eigenen Geheimdienst auf und sorgen dafür, dass also das heißt, letztlich arbeitet dann dieser Geheimdienst gegen die eigene Regierung. Wir hatten das auch in Deutschland zur Brandzeit. Mhm. Da lassen Sie uns mal über den deutschen Geheimdienst sprechen. Viele verstehen ja nicht, dass die Geschichte des BND eine braune Geschichte ist, weil der heißt ja noch gar nicht so lange BND. Ja, exakt. Also das ist genau der entscheidende Punkt. Da brauchen wir gar nicht ins Detail gehen. Was wir jetzt sehen, ist eine fundamentale Struktur, die bereits von Anfang an so angelegt ist, um diesen Zweck zu erfüllen. Das heißt, die Amerikaner, Gehlen kommt ja nach dem Zweiten Weltkrieg, tritt er an bei den Amerikanern, mhm. eigentlich wäre ein Kandidat für einen Galgen gewesen, mhm. und sagt, ich kann euch helfen, euren nächsten Feind zu bekämpfen und zu besiegen, nämlich die Sowjets. Habe ich für die Nazis gemacht, weiß gut Bescheid, wie das geht, habe die ganzen Verbindungen. Herr Pohlmann, ich darf kurz mal rein, gerätschen für alle, die es nicht wissen, Gehlen, Neue Heere Ost, Offizier unter Adolf Hitler. Genau, mhm. er war also, genau, richtig, also das heißt, muss vorstellen, er war für den Partisanenkrieg auch mitverantwortlich, also für übelste Sachen, ja. Aber, also er ist eben NS, eine Führungsfigur, also General im Dritten Reich, und ist jetzt nach Kapitulation, kommt er zu den Amerikanern und sagt, naja, ich bin vielleicht Kriegsverbrecher, aber ich kann euch helfen, euren neuen Feind zu bekämpfen, weil ihr habt nicht genug Unterlagen über die. Und ich habe alle gesammelt, schaut mal hier, in 21 Stahltonnen habe ich alles, was ihr braucht. Ja. Und dieser Deal wird eingegangen, und es gibt dann die Organisation Gehlen, so wird das genannt, das ist nicht der richtige Name, eine Untergruppe der CIA. Er bietet sich an, arbeitet für die CIA, und dieser Funktion wird jetzt diese Struktur, die er wieder aufbaut, die besteht größtenteils aus alten Wehrmachtsleuten, und eigentlich der Abwehr, also es ist eine Wiedererstehen dieser Struktur im Zweiten Weltkrieg, die jetzt unter neuer Führung für die Amerikaner arbeitet, ist eine CIA-Abteilung, und die wird einfach umbenannt in BND später. Also gab die 56 Begründung, aber ab 52 fangen die an, und das ist der fundamentale Fehler am Anfang dieses Geheimdienstes, weil ein Geheimdienst ist ein Werkzeug des Staates für seine schmutzigen Operationen und für seine Informationsgewinnung und für alles, was sozusagen unter der Oberfläche laufen soll. Ja. Und das ist von Anfang an mit den Amerikanern verbunden. Und Sie können durch die Geschichte des BND immer wieder erleben, wenn Sie hingucken, ja, also, und wenn Sie die entsprechenden Unterlagen sich anschauen, dass es immer so ist, dass der BND eigentlich ganz eng an den Amerikanern dran ist und für die zuarbeitet, im Zweifelsfall eher für die Amerikaner als für eine deutsche Regierung, wenn die Bevölkerung unverantwortlicherweise falsch gewählt hat, wie bei Willy Brandt aus deren Sicht. Mhm. Da möchte ich mal zu den Tools auch kommen, die ein Nachrichtendienst hat. Ein Nachrichtendienst muss ja das, was er gerne hätte, also den Kurs, den er gerne hätte, irgendwie dann auch der Bevölkerung mitteilen lassen. Das kann er ja dann auch nur über die Presse tun. Also er kann Politiker manipulieren, er kann Menschen erpressen, er kann Leute beiseite schaffen, aber um Mehrheiten hinter sich zu bringen, damit die Bevölkerung das Gefühl hat, das wäre ihre Idee gewesen, muss er ja auch Zugriff auf die Presse haben. Wie gut ist denn eigentlich sind die Kontakte zwischen Geheimdiensten und der Presse? Gibt es da klare Seilschaften, dass man sagt, ja, die Gazette, das ist eigentlich immer der direkte Arm? Ich glaube, also ich bewege mich an diesem Bereich, habe aber sozusagen bisher nur Abwehr bekommen, was natürlich daran liegt, was ich mache da. Insgesamt ist es so, man kann in der Geschichte eben zeigen, dass das beste Beispiel ist vielleicht in den 60er, 70er Jahren in den USA, Operation Mockingbird hieß das, wo 700 bis 800 amerikanische Journalisten aus den wichtigsten Medien, also den großen Zeitungen, den großen Magazinen, den großen Networks,
direkt für die CIA gearbeitet haben. Das waren Leute, die wirklich wesentlich über die Nachrichtenlage, das heißt die Interpretation der Nachrichtenlage, mitbestimmen konnten. Das heißt, man hat nicht die Möglichkeit gehabt zu kontrollieren, was gesagt wird, aber wie darüber geredet wird. Und das ist natürlich etwas, es gibt ja einen ganzen Bereich, der heißt eben PSYOPs, also psychologische Kriegführung, psychologische Operation, der sich ja damit beschäftigt, das kann man also lesen, wenn man es will, es wird halt eigentlich nie in der Öffentlichkeit verhandelt, was ich katastrophal finde. Es gibt Ausdrücke wie Truth Projection oder, also das heißt die Inszenierung von Realität oder die Projektion von angeblichen Wahrheiten, wo man die Medien direkt nutzt als Möglichkeit, die Feindlage zu beeinflussen. Darüber muss man sich klar sein. Der Blick von den Geheimdiensten auf die Medien ist ja nicht, was ist die Wahrheit, wie kriegen das raus, sondern wie können wir das, es ist immer ein Werkzeugcharakter. Mhm. Das heißt, Nutzen, ein Mittel-Zweck-Verhältnis. Es gibt keine Moral, es gibt nur Mittel und Zwecke. Herr Pohlmann, ich sage immer, dass wir uns in einer Roundtable-Democracy befinden. Das heißt, wir, also auch dieses Land wird ja nicht nur von Geheimdiensten und zwangsumarmter Presse regiert, sondern eben auch von vielen runden Tischen und trilateralen Kommissionen und Beratungen und Stiftungen und wie sie alle heißen, wo dann Menschen geistig entsprechend so lanciert werden, dass sie gar nicht auf die falschen Ideen kommen. Geht das mit Ihrer Meinung eigentlich noch mit Souveränität zusammen oder waren wir das gar nie? Nee, ich würde bezweifeln, ob wir jemals in diesem Sinne souverän sein sollten. Es gibt ja diesen Begriff, Daniele Ganser hat darüber sehr gute Sachen gemacht, der limitierten Souveränität. Das Beispiel wäre Italien. Ja. Also das heißt, ein Staat innerhalb dieses NATO-Verbundes darf so lange agieren, unabhängig agieren. Und insbesondere, wenn der Verlierer des Zweiten Weltkriegs ist. Auch das müssen wir bedenken. Diese Strukturen sind Strukturen des Zweiten Weltkriegs, die übernommen worden sind von den Siegermächten. Und da gehört Deutschland nun mal nicht dazu. Mhm. Und Japan und Italien gehörten auch nicht dazu. Und dort wurde eben der Terrorismus war besonders stark in diesen Ländern. Auch das sollte man ins Blickfeld nehmen. Der organisierte Terrorismus. Terrorismus, es gibt ein schönes Zitat in dem Film über Carlos von dem Regisseur, der gesagt hat, wenn Sie Terrorismus verfolgen, landen Sie immer an der Tür eines Geheimdienstes. Das würde ich unterschreiben. Ja. Also das, er kann eben immer genutzt werden. Das heißt, das sind Leute, die man nutzen kann. Und das ist das, was man verstehen muss. Ja? Also das heißt, aber zu Ihrer Frage, ob es solche Strukturen, natürlich gibt es die. Die werden auch natürlich mit Absicht hergestellt, um eine Beeinflussbarkeit zu haben, um auch die Elite eines Landes entsprechend bei sich anzubinden. Das ist ja die Frage, mit wem machen Sie Universitätsaustauschprogramme? Mhm. Mit wem machen Sie, wer kriegt sozusagen Stipendien? In welche Richtung geht das? Wo gehen die Leute hin? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Russland sitze, ist natürlich klar, ich rede hier mit Leuten und dann, egal was ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe, ich erfahre andere Dinge, die ich so nicht gehört habe. Und es ist eine ganz andere Atmosphäre. Und das brauchen wir konstant und von allen Seiten. Ja. Also damit es richtig funktioniert, muss man das eigentlich eröffnen. Und deswegen ist es gut, wenn junge Leute irgendwo hinfahren. Die sollen halt überall hinfahren. Ja. Nicht nur in eine Richtung und nicht nur von einer Gruppe dann finanziert werden. Also wir haben ja diese ganzen NGOs, die jetzt mittlerweile auch ganz am Anfang bereits, wie wir auch wissen, die Grünen bereits in den 80er Jahren, Ende der 70er, also nach Gründung sofort identifiziert haben als mögliche politische Kraft und die sind gleich mal mit aufgenommen worden in dieses Netzwerk. Was ich interessant finde, das wissen viele nicht, sehr viele reiche Menschen sind ja oft die Owner, die Besitzer solcher Stiftungen, die dann eben dafür sorgen, dass Menschen in die richtige Richtung gebildet werden, und in diesen Stiftungen können die wirklich Multimilliarden Dollar, die sie im Kapitalismus verdient haben, also hineinpumpen, und dieses Geld, was da in den Stiftungen landet, das muss nicht versteuert werden. Das heißt, Einzelpersonen können ganz stark ein Land politisch ausrichten, indem sie quasi Universitäten stellen und ihren Namen sogar oben drüber schreiben. Ist den Leuten das so klar? Nein, ich glaube, den Leuten sind wesentliche Dinge nicht klar. Ich will nochmal darauf eingehen, auf diesen Begriff dualer Staat. Also Sie müssen sich ja vorstellen, die wichtigsten Informationen, da wo entschieden wird, was ist geheim, was erfährt man, was erfährt die Regierung auch darüber, was los ist, das ist das Thema in Schweden. In Schweden müssen Sie sich so ganz simpel vorstellen, es fahren ständig U-Boote im Gewässer rum und das Militär sagt, Olof Palme, das sind Sowjets. Alles Sowjets. Mhm. Die kommen hierher und sagt Palme, absurd, ich rede mit denen hier über Friedensverhandlungen, die sitzen mit mir am Tisch. Was für ein Interesse haben die, diese Sachen zu torpedieren? Ja. Und das ist egal. Ja. Also das macht natürlich keinen Sinn, was da passiert, aber es wird in den Medien konstant berichtet, wie UFO-Sichtungen über 10 Jahre, hunderte von Sichtungen von U-Booten, immer wieder. Mhm. Und immer wieder wird berichtet, die Sowjets fahren rum. Und das führt dazu, dass der Anteil der Schweden, die Palmes Politik, der Wandel durch Annäherung, die auch Bahr und Brandt, das ist ja eine Gruppe. Ja. Die Palme-Kommission ist Bahr, Brandt, Palme. Ja.
die wird machtlos, weil gleichzeitig offenbar die Sowjets in seinem Vorgarten machen, was sie wollen. Mhm. Und das funktioniert, weil die Politik mit einem Militär zu tun hat, das ihnen weder die Wahrheit erzählt, noch dass es ihre Anordnung ausführt. Mhm. Die Anordnung ist, zerstört diese U-Boote, killt sie. Der sowjetische Botschafter sagt, von uns aus in Ordnung, bringt irgendwie dieses U-Boot, lasst sie, bombardiert sie. Ihr werdet ja sehen, wer es drin ist, wir sind es nicht. Ja. Und ihm wird der Befehl gegeben, diese U-Boote zu zerstören. Und immer wenn es soweit kommt, sorgt die Admiralität dafür, dass diese U-Boote entkommen können. Mhm. Sagen dann gleichzeitig ihren eigenen Offizieren, naja, das mussten wir tun. Also das Gerücht läuft, dann wird induziert, dass das passiert, weil Palme das erlaubt hat. Ja, also das ist die Situation. Das heißt, ein Geheimdienst kann ohne weiteres gegen die eigene Regierung arbeiten. Ich würde es nicht so weit gehen, dass diese BND-Geschichte, die wir hören, das ist ganz simpel, dass man der verlängerte Arm der NSA ist. Das ist, wissen wir seit langem, da kann man Foschebrot lesen, da ist das jetzt akademisch-juristisch einwandfrei aufgearbeitet. Es ist eben kein unabhängiger Staat. Darüber muss man sich klar sein. Es ist eingebunden, er hat eine gewisse Möglichkeit, seine Sachen zu regeln, aber er ist ganz strikt unter der Aufsicht der Alliierten. Wenn es um solche Dinge geht, die dann aufdecken, was das Imperium macht, weil Deutschland ist nun mal Teil dieses Imperiums, da kann es sich drehen und wenden, wie es möchte, dann, Stichwort Folter, dann kommt ja mal ein Ruf aus der Bevölkerung oder von einigen unabhängigen Presseleuten, ja, das muss doch aufgearbeitet werden, das muss doch untersucht werden. Und dann hat die Bevölkerung immer das Gefühl, die Politik wartet auf die Justiz und die Justiz wartet auf die Politik. In Wirklichkeit ist es ja so, dass wenn es zum Beispiel um Folter geht, also der Folterbericht, der ja auch in Deutschland erschienen ist, beim Westend Verlag von Neskowitz veröffentlicht, diesem ehemaligen hohen Bundesrichter, dass viele nicht wissen, dass die Justiz auf der Ebene weisungsbefugt arbeitet. Das heißt, erst wenn das Kanzleramt sagt, macht mal was, machen die was. Und man tut dann immer so in der Öffentlichkeit, die machen nichts, weil die Richter haben irgendwie Besseres zu tun oder sind zu faul. Wie ist das denn jetzt mit der aktuellen Situation des BND? Wer müsste da Ihrer Meinung nach mal ermitteln, wenn sich nichts tut und alle auf dieses weisungsbefugt warten? Wer müsste was tun? Müsste die Presse was tun? Wer könnte was tun? Es ist ja, in der Struktur ist es absurd, weil der BND ist am Bundeskanzleramt angehängt. Das sehen Sie immer, das ist ja sozusagen, auch das muss man übrigens in Betracht ziehen. Man kann jetzt natürlich Steinmeier, der in der Ukraine verhandelt und genau diese alte sozialdemokratische Linie der Entspannungspolitik, das heißt der gemeinsamen Sicherheitspolitik, dort fährt. Also das ist ja, Deutschlands Position ist ja eine vermittelnde in diesem Konflikt eher. Also nicht so scharf, wie die amerikanische Regierung das gerne hätte. Und das hat auch mit der geopolitischen Lage zu tun natürlich, weil der Krieg würde ja hier stattfinden. Ja, natürlich, erstmal sind es unsere eigenen Interessen, insofern gut. Aber mit sowas kann man natürlich jemand wie Steinmeier desavouieren und ausschalten. Mhm. Also das heißt, du musst immer darüber im Klaren sein, dass das, was man als Skandal präsentiert bekommt, man sich immer genau angucken muss im Hinblick darauf, wer dem zum Opfer fällt hinterher. Ist das so? Aber im Endeffekt ist es natürlich, der BND ist direkt am Kanzleramt angehängt und die sind jetzt, wenn ich das jetzt realistisch beschreibe, und das wäre Aufgabe der Presse, ja. Das kann eben nicht die Regierung tun, die wird den Teufel tun, aber eigentlich müsste bei uns die Presse genau das sagen, müsste sagen, okay, das ist am Kanzleramt, aber in Wirklichkeit ist das eine Intelligence Community, wie das heißt, wo die stolz drauf sind, dass sie untereinander arbeiten, und wenn jemand unbotmäßig sich verhält auf deutscher Seite, dann wird er damit bedroht, dass er keine weiteren Informationen zum Terror bekommt. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass es dann Terroranschlag in Deutschland mal gibt. Ja. Ja? Also auch das ist in Italien ja vorgeführt worden, wie sowas gemacht wird. Das heißt, eigentlich ist es die Aufgabe der Presse. Und die Presse, diesen Skandal haben sie jetzt, soweit ich weiß, dieser Rechercheverbund, das ist gut. Ja. Ja? Aber insgesamt das ganze Thema in seiner Struktur zu begreifen, also das, was ich Dual State genannt habe, und dass in einer Demokratie dieser Geheimdienst, der immens wichtig geworden ist, seit diesen Sachen im Kalten Krieg, weil sie damit den Kalten Krieg gewonnen haben. Mhm. Ich bin jetzt hier in Russland, die Amerikaner geben genauso viel Geld für ihre Geheimdienste aus, wie die Russen für ihr gesamtes Militär. Ja. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und das machen die ja nicht, weil sie das Geld sozusagen verbrennen wollen, sondern weil das hocheffektiv ist. Mhm. Damit wird heute regiert. Mhm. Und das findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, die Strukturen werden nicht aufgeklärt, man versteht nicht, wie das geht, und wenn etwas an den Zipfel nach oben kommt, wird Verschwörungstheorie geschrien, als wenn es keine Verschwörung gäbe. Herr Pohlmann, ich habe eine Frage an Sie, weil Sie von Presse gesprochen haben, die das jetzt aufarbeiten müsste mit dem BND. Wer von der Presse sollte es denn tun? Ich weiß nicht, ob Sie das Tool kennen, Kahoot, von zwei Studenten, wo man einfach auch Namen eingeben kann und feststellt, welcher Journalist, der offiziell Journalist ist, wo der denn auch überall mit drin sitzt, also wie neutral der eigentlich ist. Und dann landen Sie letztendlich bei fast allen großen Alpha-Journalisten und noch viel mehr in ARD, ZDF, FAZ, Frankfurter Rundschau,
die Welt und so weiter, landen Sie dann immer bei der Atlantikbrücke. Also wer soll denn da aufarbeiten? Ich frage Sie das. Ja, das ist das, was ich vorher sagte. Dass einige Leute da drin sind, gut, aber wenn die gesamte Führungsmannschaft so ausgerichtet ist, was soll das? Mhm. Ja? Also das ist doch ein Prinzip, was uns klar geworden sein müsste, aus allem, was uns die Wissenschaft dazu erzählt kann und was man als mit gesunden Messen des Menschenverstand. Man muss solche Strukturen, muss man paritätisch besetzen. Das heißt, man muss darauf aufpassen, in einem Geheimdienst ist das meiner Meinung nach eine essentielle Forderung, dass dieser Geheimdienst nicht von einer bestimmten Gruppe dominiert wird, weil das so eine In-Group-Sache, das sind Leute, die Geheimhaltung pflegen, die untereinander reden und dann gibt es eine interne Meinung, die eine ganz andere ist als die der Regierung. Das ist das, was ich ja immer beschreibe, ja, also Dual State heißt, und das Gleiche gilt dann für die Medien. Sie haben in den Medien, gab es eben in den 80er Jahren, gab es ganze Reihe von Studien, die dann also nachweisen, dass Journalisten überwiegend eher in die, sag ich mal, linksliberale Ecke gehört haben, was mit dem Beruf zu tun hat. Das wurde dann ein Thema. Kein Thema ist natürlich, dass im Militär die Leute eher in die rechte Ecke tendieren oder auch in den Sicherheitsorganen, was aber zunehmend für uns essentiell wird. Gucken Sie sich die NSA-Affäre an, gucken Sie sich die BND-Affären an. Ja. Man sieht, dass es eigentlich dringend nötig wäre, dass dort das, was in der Bevölkerung stattfindet, auch ist, weil wir nur das erkennen können, was wir selber denken. Mhm. Und wenn wir in der Gruppe sind, wo man sich immer gegenseitig bestätigt, hat man Ausblockung der Realität. Für den Geheimdienst eigentlich entgegengesetzt dem, was er tun soll. Auch im Journalismus haben wir das. Ich muss, weil Sie von Journalismus mal reden, nochmal aus persönlicher Erfahrung sagen, dass die Dienste doch ganze Arbeit leisten, wenn man sich anschaut, was die linke Presse, wenn es die denn noch gibt, so macht. Weil die linke Presse ist ja im Moment dabei, andere Linke zu attackieren, wenn die sich in der Friedensbewegung engagieren und sagt dann, das sind Rechte. Sodass man nicht mal, wenn man die linke Presse liest, weiß, ob das noch die linke Presse ist. Also selbst die, die das noch glauben, sind total verunsichert. Also deswegen bin ich auch bei Ihnen und gebe dieses Interview. Ich finde das komplett idiotisch, ja. Also erstmal ist dieses Ausselektieren, wer darf dazugehören, wer nicht, das so funktioniert das nicht in einer Demokratie. In einer Demokratie ich muss quasi querbeet mit den Leuten reden. Reden muss ich mit allen. Ich muss sie ja nicht politisch unterstützen oder sonst irgendwas, aber reden grundsätzlich mit allen. Also bei Ihnen bin ich der Meinung, Sie machen einen sehr guten Job, davon abgesehen, ich sehe kein Problem. In der ganzen Ausrichtung. Ich habe nichts erfahren, nichts gehört, was ich fundamental falsch finde. Das ist natürlich eine gute Methode, teile und herrsche. Also wenn früher versucht wurde, solche Bewegungen kaputt zu kriegen, dann hat man das mit großem Aufwand betrieben und das war sehr schwierig. Aber heute geht es wie geschnitten Brot. Also die gesamte linke Szene reagiert wie allergisch auf den Vorwurf von Rechts- oder Rechtspopulismus, sucht nach irgendwelchen Indizien. Und wenn sie irgendetwas gefunden hat, wird das als Beleg für eine grundlegende Einstellung genommen und damit zerlegt, atomisiert sich diese mögliche Bewegung in Ministrukturen. Ich komme jetzt aus dem Rhein-Main-Gebiet, ich habe die Startbahn West miterlebt, wo es von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bis zum Schwarzen Block, wie ich mittlerweile aus Stasi-Akten weiß, sogar bis RAF ging, ja. Das war sozusagen ein Teil dieser Gefährdung, warum diese Bewegung so gefährlich war, weil sie breit angelegt war, weil sie nicht zuordnenbar war und damit auch nicht politisch richtig kontrollierbar, aber natürlich indem sie die aufspalten und dann einzelne Gruppen haben und dann, wie jetzt bei der Friedensbewegung, nur die Vertreter der reinen Lehre, ja, also das ist wie bei das Leben des Brian in der Satire, ja? Ja, dann wunderbar für die andere Seite. Wenn man sich selber kaputt machen will, auf einem guten Weg, Jungs. Ja? Mhm. Herr Pohlmann, weil Sie gerade von Teil und Herrsche gesprochen haben, bei Journalisten wie Ihnen Filme machen, kann man ja auch sagen Schneide und Herrsche. Ja, also ich meine, ich habe natürlich mit meinem Film bin ich in Ecken, die nicht gefallen. Ja, ich habe diesen Film über die israelischen Nuklearwaffen gemacht, wo ich zum Beispiel aufgrund von guten Indizien, also viele von den Sachen sind ja Indizienlage, weil man hier keine echten Beweise hat, aber auf Indizien gesagt, Deutschland war in dem israelischen Nuklearwaffenprogramm finanziell massiv beteiligt, also mit 2 Milliarden Mark auf gut Deutsch. Mhm. Und das ist beim ZDF zum Beispiel in der ZDF-Fassung gegenüber der Arte-Fassung rausgenommen worden. Das war halt nicht genehm. Man fand es nicht so in Wikipedia. Jetzt ist in der Welt ein großer Artikel gewesen von einem Bundeswehroberst, der einen sehr guten Artikel geschrieben hat über dieses ganze Thema.
gleicher Tenor, gleiche Richtung, also aufgrund der gleichen Indizien und einiger, also deutlich mehr, als ich es hatte. Dass Deutschland also massiv an der nuklearen Aufrüstung beteiligt war. Ja, und das, wenn Sie das angucken, real, die Struktur ist Deutschland, Frankreich, Israel. Diese drei Staaten haben aus ähnlichen Gründen ein Interesse und ein Misstrauen gegenüber den Amerikanern und wollen eigene Nuklearwaffen haben, Adenauer und Strauß. In Frankreich sozusagen die Franzosen sowieso und dann in Israel als Lebensversicherung, weil die jeden Krieg gewinnen müssen. Ja. Und da gibt es eine Kollaboration. Die ist, ich denke, wenn man sich die Sachen anguckt, dann springt einen das an. Aber es wird natürlich nicht darüber geredet. Dieses natürlich nicht darüber geredet ist eigentlich das Schlimmste. Also selbst wenn jetzt Experten sich darüber unterhalten und würden sagen, der eine sagt, glaube ich schon, glaube ich nicht, wäre auch noch in Ordnung. Aber wir hören überhaupt nichts darüber. Mhm. Ja. Und wenn ich den Film mache, dann merke ich aber, wie die Luft dicker wird im Raum. Ja. Und dann mein nächsten Film, Dienstbereit, der ist umgeschnitten worden und umgetextet worden. Ich weiß bis heute nicht genau von wem. Der Film ist nicht der gleiche, den ich abgegeben habe. Da ist ungefähr die Hälfte anders. Sowas funktioniert in Deutschland. Die Leute hier in Russland lachen darüber, ja, weil sie sozusagen das kennen. Aber bei uns, wir treten ja mit einem anderen Anspruch an. Ihr Film gibt es ja auch inzwischen in der englischen Version, der dann ganz anders aussieht. Wie gehen Sie denn damit eigentlich als Autor um? Mir gefällt es natürlich überhaupt nicht. Für mich ist es so, dass ich denke, hat das noch Zweck? Hat das noch Sinn? Also wenn man merkt, dass man im Grunde genommen gegen eine Gummiwand rennt oder versucht etwas einzudrücken, was einem dann sofort hinterher wieder entgegenkommt. Also es ist nicht erwünscht. Ich merke ja genau, ich bin ja quasi als Jäger unterwegs und bringe Beute. Und diese Beute, am Anfang war man begeistert, dass Beute da war. Dann sagte man, kann das sein, dass der immer Beute bringt? Ja. Und jetzt gefällt das nicht mehr so, was ich da anbringe. Unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, es wird ja gar nicht überprüft, ob es stimmt, sondern das passt halt nicht. Mhm. Als ich den Film gemacht habe über Reagans Täuschung, ich wusste ja nicht zu dem Zeitpunkt, dass der Ölpreis wieder in den Keller gehen wird am Ende des Jahres 2014. Ja. Ich habe den vorher gedreht. Ja. So, und jetzt ist dieser Film fertig und wenn Sie ihn angucken, werden Sie sehen, ach guck mal, genau das gleiche wie jetzt. Ja. Und das ist natürlich in gewisser Weise erhellend, aber das ist dann nicht erwünscht. Mhm. Vielleicht sollen Sie gar nicht erhellen, vielleicht sollen Sie täuschen. Genau. Mhm. Also deswegen sage ich ja, ist das wirklich... Ist das deswegen auch bei vielen Dingen, so wie diese Sache Foschepot, wo ich sage, Foschepot hat super akkurat gearbeitet. Aber als ich auf der Uni war und habe Staatsrecht gehört, dann hören Sie solche Sachen ja nicht. Ja? Also Sie werden ja nicht damit konfrontiert, dass es diese liberal-konservative Theorie des Staates gibt. Dann haben wir aber den Karl Schmidt, also ein Nazi, der auf der linken Seite extrem angenehm empfunden wurde und rezipiert wurde, der also einen ultra-hyperrealistischen Blick darauf hat, einen machiavellistischen Blick darauf. Wenn man das liest, versteht man viel besser, was passiert. Das ist natürlich nicht die Blaupause für das, wie es sein sollte. Ja. Aber dann sehen Sie, dass diese Kindergartenvariante nicht die einzige ist, oder das heißt nicht die einzige, die wir erzählt bekommen, aber nicht die, wie es wirklich funktioniert. Und das, wie es wirklich funktioniert, kriegen wir nicht erklärt. Herr Pohlmann, ich möchte nochmal auf die Rolle der Filmemacher, der kritischen Filmemacher kommen. Die kann man ja auch benutzen, weil Künstler, und Sie sind ja letztendlich auch ein Künstler, Sie versuchen nämlich mit einem sehr schmalen Budget einen großen Film zu erzählen. Das ist schon Kunst. man kann ja auch mit Eitelkeit einer guten Sendezeit oder so kann man locken, wenn man so einen Film gemacht hat, der wurde dann gesehen, lief bei Arte und so, dann kann man bei den anderen Kollegen auch schon nicht nur mit angeben, man kriegt auch die nächste Produktion finanziert. Aber Sie sind ja offensichtlich kein Hofberichterstatter, weil wie gesagt, die Beute, die Sie bringen, die oft dann im eigenen Lager gefunden wurde. Es gibt ja auch andere, ich nenne mal Guido Knopp, die sind eher Hofberichterstatter. Würde das einfacher sein? Ich muss zu Guido Knopp, muss ich nochmal sagen, solange er da war, habe ich nie Probleme gehabt mit meinen Filmen beim ZDF. Also das möchte ich einfach zur Kenntnis geben. Das wäre unfair, ihm ans Bein zu pinkeln, weil er sich mir gegenüber nie so verhalten hat. Das war absolut anständig und professionell kollegial. Mhm. Also das ist es nicht, sondern es ist dann eher im Nachhinein, was kam. Ja? Also es ist natürlich... Man muss sich doch darüber im Klaren sein, dass in den Rundfunkanstalten die Struktur sind ja diese sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen. Ja. In Wirklichkeit ist das, dahinter steht die politische Macht in ihrem Parteienapparat und in diesem Apparat kann man nur Karriere machen in eine Chefredakteursfunktion, wenn man es sich mit niemand absolut verdirbt. Was aber der Aufgabe eines Journalisten, nämlich einfach auf die Wahrheit rauszugehen,
widerspricht. Also man soll ja eben eigentlich nicht politisch denken, man soll nicht denken, wem nützt das jetzt, sondern gucken, was, wie sieht's aus, wie ist es wirklich? Geh hin, red mit den Leuten, finde, was los ist, erzähle es, sag nach deinem besten Wissen, wie es aussieht. Und dann gibt es verschiedene Stimmen und daraus entsteht ein Bild. Wenn ich aber nur in eine Führungsposition kommen kann, wenn ich mir nie mit der CDU verschissen habe und nie mit der SPD und jetzt auch mit den Grünen, weil die meisten Journalisten, 40% der Journalisten in diese Richtung tendieren, ja, dann haben wir ein Problem. Wir müssen im Grunde genommen die Wächter sein dieses Abweichenden. Wir sagen, du hast eine abweichende Meinung, stimmen die Fakten, ist geschützt. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist dieses Territorium der Redefreiheit zu erzeugen. Und ich sehe das Gegenteil. Das, was der BND im Moment tut und jahrelang getan hat und vielleicht auch morgen noch tun wird oder mit hoher Sicherheit morgen noch tun wird, ist das eigentlich Hochverrat oder verraten die eigentlich gar keinen Dritten, weil es ja dasselbe? In meinem Film haben Sie das Zitat von Ulf Svensson, dem Direktor Sicherheitspolitik im schwedischen Außenministerium, der dann sagte, wir hätten unsere Militärs wegen Hochverrat anklagen müssen. Aber wenn Sie Leute wegen Hochverrat anklagen, das muss wasserdicht sein oder es ist eine Umsturzsituation. Da muss man sich ja auch drüber im Klaren sein, diese ganzen Staaten stehen da wie unveränderliche Blöcke. Und dann ab und zu passiert aber mal was und ein System bricht zusammen oder ein Staat verschwindet. Und diese ganzen lächerlichen sozusagen Richter, die dann immer diesen Staat und wie konnten sie es wagen und so, diese ganzen Sachen sind auf einmal 180 Grad entgegengesetzt. Mhm. Und das ist ja in sich bereits eine lächerliche Situation. Ja. Und die sollten wir doch als Journalisten darauf aufweichen, dass wir darauf hinweisen, warum einzelne Leute welche Sachen machen und das einfach nachvollziehen, ohne irgendetwas sozusagen, wir müssen es erklären, wir müssen alles erklären, wir müssen alles so machen, dass Leute verstehen, warum passiert es und die und auch Interpretationsmuster von mir aus vorgeben, aber eben nicht nur aus einer Richtung und auch nicht im Interesse des Staates. Wir sind von unserer Verfassung dazu angehalten, diesen Staat sozusagen zu füttern mit Kritik, mit Kontrolle, mit abweichenden Meinungen. Und wir tun es nicht. Enttäuschung, die Methode Reagan läuft am 5. Mai um 23 Uhr. Ist geplant, einen weiteren Film zu drehen? Enttäuschung, die Methode Merkel? nee, also ich weiß nicht, ob es noch einen weiteren Film geben wird. Auch solche Interviews sind nicht hilfreich, um da weitere Aufträge zu kriegen. Aber irgendwann ist auch mal gut, ja. Also mit dem Verbiegen und Ähnlichem. Ich habe andere Themen. Ich habe eine ganze Reihe von Themen, die ich gerne bearbeiten würde. Aber ich denke jetzt nochmal, um das kann man auch zu sagen zusammenfassen, dass der BND kein deutscher Geheimdienst ist, der deutsche Interessen vertritt, sondern der vertritt Interessen, die er für deutsch hält und macht das so, wie er es für richtig hält. Das sollte man als erstes im Hinterkopf abspeichern. Aufgrund dieser schlechten Ausgangslage, wie der gegründet wurde, aufgrund der Tatsache, dass es ein Staat ist, der kapituliert hat, der starke Elemente dieses vorhergehenden Staates noch in sich hatte, von allen systematisch misstrauisch betrachtet wurde. Denken Sie an 89 bei der Wiedervereinigung, wo auf einmal die Angst vor einem wiedervereinigten Deutschland, werden die wieder so, wenn man da Wasser drauf kippt, wachsen kleine Hakenkreuze im Rückenmark, steckt das im Deutschen drin, dass er die Welt erobern will. Das kam ja auf einmal alles wieder hoch, wo wir schon dachten, wir haben lange genug gewiesen, wir sind ja mittlerweile ganz anders. Aber wenn Sie einmal, wir sind ja quasi Massenmörder auf Bewährung, so würde ich das mal plakativ sagen, und die lässt man nicht ohne weiteres draußen rumlaufen. Das muss man wissen. Und das wird eine biologische Frage sein, wann sterben die Letzten mit dieser Sache aus. Es wird eine Frage sein, wie wichtig werden die Chinesen, die haben einen ganz anderen Blick auf die Welt, der ist nicht geprägt vom Zweiten Weltkrieg in dieser Form, ja, eher mit den Japanern, die Inder gucken uns an und wundern sich immer, was hier passiert, die Brasilianer, also sozusagen, unser Blick auf die Welt ist ein spezifischer, der wird sich hoffentlich sozusagen modifizieren, ja, aber wir sind gefangen, in der Geheimdienstthematik sind wir gefangen im Zweiten Weltkrieg. Die Alliierten, also es sind die Five Eyes, das sind die westalliierten Sieger, die kooperieren eng und danach gibt es Kreise von Leuten, die auch was abbekommen vom Tisch. Und die anderen möchten alle gern an den Tisch, wo die Mächtigen sitzen. Und der BND ist nicht da und würde gern hin und er muss das mit Wohlgefallen machen. Herr Pohlmann, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und weise nochmal auf diesen Film hin. Wenn man sich den anschaut, versteht man auch die Ukraine-Krise und auch das, was der BND im Moment tut, nämlich Täuschung. Die Methode Reagan läuft am 5.5. auf Arte um 23 Uhr. Ich habe die Originalfassung auf meinem Laptop. Werden Sie diese Fassung auch irgendwann mal ins Netz stellen, also die nicht geschnittene, ungeschnittene Version? Das in Arte, ich will Arte auch nochmal hochhalten dazu, wird diese Fassung laufen. Okay. Ich muss jetzt nur gucken, was im ZDF läuft. Ich bin nicht informiert worden, was die da geschnitten haben. Ich weiß es noch nicht einfach. Ja, ja, dann lassen wir uns beide mal überraschen. Vielleicht fragen Sie mal beim BND, vielleicht wissen die das. Im Zweifelsfall Arte gucken, ja genau, im BND sozusagen, wenn Sie nachfragen, informieren Sie die ja nur
egal mit was. Also ich meine, wir müssen auch darüber im Klaren sein, dass mit solchen Sachen, wie ich sie jetzt sage, ist natürlich, da muss man auch mal dann, ja, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man in dem Bereich von Leuten fällt, die, wo man mal genauer gucken muss, welche Verbindungen haben die eigentlich, was macht denn der Polen jetzt in Russland, mit wem redet er denn hier? Das geht ja automatisch in den Köpfen los bei denen. So funktionieren die. Und das ist eben, von mir aus ist das ihre Aufgabe, aber meine Aufgabe als Journalist ist, dass ich mit möglichst vielen Leuten rede. Und das ist im Moment extrem interessant hier. Es ist ja auch sehr eng. Man muss jetzt nicht denken, dass hier jetzt die Wahrheit beheimatet ist. Aber bitte verschiedene Seiten anhören. Wirklich, Egon Erwin Kisch, geh hin, schreib es auf. Ja? Ich bedanke mich. Gut, tschüss. Auf Wiederhören.